Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Im letzten Part haben wir Kaguya, die brachiale Göttin Teil 1, begonnen und am Ende auch abgeschlossen. Wir haben dort hier das erste Mal gegen Kaguya kämpfen dürfen, die, wie ich ja schon im Vorfeld sagte, mit einer der stärksten Charaktere im Spiel ist, weil sie einfach nämlich einen Move drauf hat mit ihrer Dimension, dass sie einen komplett freezen kann. Das bedeutet, man hat, wenn man gar keine Tauschbalken mehr hat, dann kann man sich erstens nicht mehr wehren. Zweitens, man kann auch gar keinen einzigen Knopf mehr drücken. Also man kann weder blocken noch sonst irgendwas. Und das bedeutet, dass man im Zweifel dann, wenn man eine Ulti abbekommt, kriegt man auch den maximalen Damage. Deswegen ist sie ziemlich, ziemlich crazy. Wir haben dann im letzten Part die Kämpfe gegen sie gehabt, haben beide auf A-Rang abgeschlossen. Ihr seht jetzt gerade, ich habe beide jetzt auf S-Rang beendet. Und ich habe die Kämpfe jetzt deswegen natürlich auch nicht gezeigt, wie auch bei den meisten anderen, weil das waren auch im Endeffekt nur die Missionen, wo wir ja einfach weniger Damage kassieren dürfen. Also von daher haben wir das gut gemeistert und wir haben leider im letzten Part dann gesehen, dass Obito sich mit Kakashi opfern wollte, um Naruto und Sasuke zu retten. Es ist aber so, dass Obito Kakashi mit seinem Kamui gerettet hat und den Schaden alleine gefressen hat, auf gut Deutsch gesagt. Deswegen wurde es dann ein bisschen emotional am Ende, im letzten Part. Da steht es auch schon, Lebewohl, bester Freund. Kurz darauf, nachdem Kaguya sehr viel Chakra verloren hatte, ist sie, ja, weiß nicht, in der veränderten Form jetzt herausgekommen. Sie hat einen Amoklauf und ist zu einer Gestalt geworden, die an einen Hasen ein bisschen erinnert. Aber auch Kakashi hat von Obito, kurz bevor er dann gestorben ist, ein Geschenk erhalten. Kakashi trägt jetzt nämlich beide Sharingans, nachdem er zuvor beide wieder verloren hatte. Also, er hatte ja zuvor ein Auge normal, das andere war ja das Sharingan, das wird dann geklaut, aber jetzt hat er beide Augen frei und beide Augen sind vom Sharingan überzogen, wenn man so will. Das klingt jetzt ein bisschen strange, aber wir sehen auch ein Susanoo, was aber nicht das von Sasuke ist. Ihr werdet sehen, wer dieses Susanoo nun tragen wird. Jetzt beginnen wir Kaguya, die brachiale Göttin, Teil 2. Kaguyas Amoklauf. Riesige Arme. Da ist Sasuke Susanoo. Und jetzt haben wir ein blaues Susanoo. Das von Kakashi nämlich. Diese Kraft hat nicht mal Obito vollbracht. Normalerweise entwickelt sich das Susanoo natürlich dann, wenn man beide Sharingans erhalten hat, nachdem man jemanden verraten hat. Also dann hat man das Mangekyou. Aber in dem Fall hat Kakashi es ja von Obito geschenkt bekommen. Beide Augen. Und dadurch hat er jetzt dementsprechend auch die Macht, diesen starken Susanoo-Krieger zu nutzen. Mit mehr als 50% Gesundheit, 8 Schwänze, 10 Schwänze, 14 Schwänze, alle Gesichter der geschwänzten Tiere zerstört. Auch das ist eine Mission, an die ich mich auch noch erinnere. Die echt nicht ohne war. Und auch hier können wir alle Orte gleichzeitig attackieren. Ja, die rastet jetzt aus. Oh. Ich würde gerade am liebsten alle Schwänze attackieren, aber das ist nicht so ohne weiteres zu machen. Greife ich sie lieber mal direkt an. Wobei, nee, wir haben alles schon entfernt. Oh, was mache ich denn da?
So. Auch hier wieder ähnlich. Wir können auch so sie weiterhin attackieren. Am besten direkt immer auf, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und volle Kraft voraus. Mit dieser Methodik, weil ich das öfters gemacht habe, habe ich auch am Ende dann bei Madaras Susanoo den S-Rang rausgeholt. So. Was ist das jetzt? Das sind jetzt die geschwänzten Tiere, die, wie man sehen kann. Die werden jetzt alle gleichzeitig attackiert. Aber ich muss erstmal wieder Chakra laden. Oh, 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 oh. Ey! Das mit dem Ausweichen ist manchmal ein bisschen schwierig. Ausweichen, das klappt nicht immer so gut. So und. Ey! Ey! So. Jetzt noch Chomei. Haben wir auch. Gut. Boah, der Kampf, der ist schon verdammt cool. Das war Kurama bitte weg. Weg, 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 weg. So, die sind so klein, die Geschosse. So, die Yuki noch. Oh. So, auch das wird aber kein S-Rang. Das würde mich schon sehr überraschen. Aber ich ärgere mich zumindest ein bisschen, als dass ich sage, dass dieser Kampf easy peasy ein S-Rang hätte sein können, weil der nicht so schwer war eigentlich. Ja, ist nur ein A-Rang. Oh, Menno, ey. Ich finde, schwer war der jetzt eigentlich nicht. どうやら限界が近いようだ。だが、さすがの奴もあれだけダメージを与えれば。何あれ？あれってば、俺の後ろの弾か？でも。 大きさが違いすぎる。 大丈夫かい、母さん。 した。チャクラどもなのに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。チャクラを一つに。チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。 それがお前たちに残された終わりの道、詰まるところ。セツラバンディスインフィール。歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、奴の言う終わりの道とやらを歩く気は？これっぽっちも当然だ。 忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような。
Der letzte finale Fight. Möglicherweise gegen Kaguya. Vernichte Kaguya. Diesmal auch Sasuke, Sakura, 25 Treffer-Kombo und Geheimfaktor. So. Aber das Lustige ist auch, ihr seht, oder ihr habt es bestimmt gerade auch gesehen, man kann sie auch ansprinten, während sie ihn in die Tür macht. Sie kommt trotzdem damit immer durch. Deswegen, die ist schon mit so einfachen Moves allein, ist die schon erhabener als der Rest. Aber gerade schlagen wir uns auf jeden Fall noch ganz gut. So gut, Sakura. Was hat die jetzt vor? Ah. Kranker Move, ne? Vor allem, die hat da irgendwas ganz Ekelhaftes benutzt. Komm, Sasuke, zeig, was du kannst. Genau, hau dein Amaterasu raus. Okay. So, jetzt kommt der Geheimfaktor. So. Da möchte ich jetzt was sehen. Die rastet wieder vollkommen aus. Boah, das war knapp. Stark, Naruto. Jetzt kommt Sasuke noch von der anderen Seite. Wow. Und Sakura von oben. Es müsste eigentlich nur noch ein Angriff von unten kommen. Das ist so episch, ne? Tja, und nun? Du wirst zur Hexe. Und nun haben wir sie alle berührt. Sechs Pfade. Planetare Verwüstung. Krank, ne? Esra. Nun wird Kaguya wieder versiegelt. Ja, und Kurozetsu? Dich trifft es schon wieder.
Das war's, mein Freund. Und Madara fällt sogar runter. Der ist also nicht aufgelöst worden. Kurama. Guck dich mal Sakuras Arm an. Schaut mal da. Wenn wir da alles sehen. ユニットも無事なようだな。レコードのおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で二人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな。ナルト、サスケ、そして桜とカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。 ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ。お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからもおじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。 そうか。よし。では、これからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより江戸転生を下実する。共に戦った者であっても、いつまでもここに残すわけにはいかん。 Die anderen Kage aus Storm 3. わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うように、あとは後の者どもに託すとしよう。まだら。 行くのか。ああ、お前も共にな。結局、俺の夢はついえた。お前の夢もつながっている。急ぎすぎたが、マダラ、俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。 いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ、俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。ナルト、父ちゃん。 消える前に、お前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。サンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていること、よくわかった。 クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってば、ちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまにコノハの温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。
それから、とにかく、母ちゃんの言ったこと、全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば、父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。しっかりやってんだって。So traurig, ne? 全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍海大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。Kaguya, die brachiale Göttin Teil 2 Ende. Boah, das hat mich jetzt am Ende nochmal echt emotional mitgenommen. Versiegeln der brachialen Göttin. Ja, also das hat mich gerade wirklich kaputt gemacht, ein bisschen. Aber das war's noch nicht. Neue Episode freigeschaltet. Jetzt kannst du nächstes Kapitel Vorschau spielen. Genau. Vorschau auf das Kapitel Neues Leben. Ich bedanke mich aber recht herzlich fürs Zusehen. Wir beenden den Part an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier das Kapitel, das nächste spielen. Beziehungsweise erstmal die Vorschau und dann das Kapitel. Wir sind bald mit diesem Projekt fertig. Jetzt am Ende, das hat mich nochmal echt aus dem Leben gerissen, ne? Vor allem diese letzte Szenerie mit Minato und Naruto. Vor allem im Anime war das auch nochmal sehr, sehr emotional. Aber auch hier war das sehr gut umgesetzt mit der Musik und alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.